Hallo, hier ist euer Felix. Heute zusammen mit Katja und zwar erklären wir euch die Komplexität von der Klimaanlage, was für Bauteile alles verbaut sind. Und auch die Fehlersuche, dass die Fehlersuche manchmal nicht so ganz einfach ist und dass es auch sein kann, dass trotz erfolgreicher Reparatur die Klimaanlage nach einem Jahr, nach einem halben Jahr, wenn es blöd läuft, an einer anderen Stelle kaputt ist. Das muss man einfach verstehen, begreifen. Es ist einfach nicht nur, ich repariere hier jetzt, kontrolliere das ganze System und auf der anderen Stelle ist wieder was undicht. Weil in der Klimaanlage ist ja Gas drin und wenn das Gas entweicht, haben wir auch keine Funktion mehr von der Klimaanlage. Und dann zeigen wir jetzt euch mal einmal die einzelnen Bauteile, die da so Kalle drauf eingehen. Also hier das Produkt, das am meisten eigentlich kaputt geht, das ist der Klimakühler. Auch der, ja, und der sitzt halt hier vorne dran am Wasserkühler. Das sehen wir hier, bei dem Fahrzeug haben wir das jetzt auch getauscht. Genau, das ist auch umgangssprachlich Kondensator. Genau. Genau. Und wie man jetzt hier sieht, das kann man auch optisch schon sehen, dass wir hier eine Undichtigkeit haben. Warum? Weil die Anlage war mit Kontrastmittel befüllt. Kontrastmittel heißt im Endeffekt, wir können es mit einer UV-Lampe und mit spezieller Brille können wir dann schauen, wo ist die Undichtigkeit und so können wir es dann feststellen. Genau. Dann haben wir hier einen Verdampfer, das sitzt im Fahrzeuginneren in der Armatur, also unter dem Armaturenbrett im Heizungskasten. Das ist eigentlich das Teil, was am seltensten kaputt geht. Ja, wenn es kaputt geht, muss man einfach sagen, hatten wir dieses Jahr schon mal einmal. Fehlersuche ist schwierig, muss man sagen, weil es im Innenraum sitzt. Und bei dem Fall, was wir hatten, Opel Corsa D war es, haben wir das Armaturenbrett demontieren müssen. Also war sehr, sehr aufwendig für den Tausch. Aber muss man sagen, es war jetzt in 6 Jahren das ist das erste Fahrzeug, wo das bei uns kaputt war. Und man muss einfach sagen, dadurch, dass wir die verschiedenen Lüftungskanäle haben, kann ich zwar die Anlage mit einem Formiergas, da gehen wir später drauf rein, füllen und abschnüffeln, aber da ich ja die ganzen Kanäle habe, verteilt sich dann die Luft und ist die Fehlersuche dann schwieriger. Ja. Dann haben wir hier ein Expansionsventil. Das ist eigentlich das Teil, ist vom Klima. Kompressor kommen die beiden Leitungen ins Expansionsventil rein und von hier geht es dann zum Fahrzeuginneren, zum Verdampfer. So, das Teil geht eigentlich auch meistens kaputt, haben wir auch jetzt schon sehr häufig getauscht. Dann haben wir hier unseren Trockner. Bei älteren Fahrzeugen ist das noch separat verbaut, aber mittlerweile haben wir die Trockner mit dem Kondensator in einem Bauteil, so dass man den nicht mehr einzeln tauschen kann. Also Beispiel, wenn das Fahrzeug, also wenn das Kühlsystem mal ein Jahr undicht sein sollte, müssen wir, auch wenn nicht der Kondensator defekt ist, sollten wir den tauschen, weil der Trockner sich dann, zusetzt. Ja, bei manchen kann ich aufmachen, manchen kann ich verschweißt, kann ich aufmachen, muss man mal entsprechend entscheiden. Dann haben wir hier noch den Druckschalter drauf, auf diesem Trockner zum Beispiel. In anderen Fällen ist es auf den Leitungen drauf. Das sieht man hier. Dann haben wir hier eine Klimaleitung beispielsweise. Das ist eine Aluleitung. Die gehen meistens nicht kaputt. Genau. Wir hatten jetzt nur einmal den Fall bei dem Touareg. Das war letztens. Da ist die Leitung gebrochen gewesen. Das bringt zur Kontaktkorrosion unterhalb. Von der Isolierung, unter der Isolierung war dann Feuchtigkeit runtergekommen und das Aluminium hat sich gefressen oder halt sich aufgelöst. Ist aber sehr selten. Sehr selten, ja. Dann haben wir auch noch das Bedienteil, wo man im Endeffekt, wenn die Ansteuerung von der Klimaanlage nicht funktioniert, ist ja genau das gleiche Problem. Dann habe ich zwar ein System, wo dicht ist, aber wenn der Kompressor nicht eingeschaltet wird, kann es genauso wenig funktionieren. Das ist eigentlich der nächste Punkt, das ist der Klimakompressor. Da gibt es nicht nur die Problematik mit Undichtigkeit natürlich an den Anschlüssen. Die sind hier hinten einmal abgedichtet, dass da keine Feuchtigkeit reinkommt. Dann habe ich eine Ansteuerung von der Magnetkupplung, dass die funktioniert. In seltenen Fällen haben wir auch das Problem, dass die Verzahnung am Klimakompressor kaputt geht. Gibt es eigentlich auch, dass die Ansteuerung vorhanden ist, aber mechanisch defekt ist. Ja, das sind so eigentlich jetzt schon die wesentlichen Bauteile, was wir haben. Natürlich, was wir auch sehr oft haben, sind Dichtungen, wo wir tauschen. Da haben wir, das ist jetzt nur ein Teil von unserer Dichtung, aber das ist eigentlich
die häufigste Ursache, dass irgendwelche Dichtungen kaputt gehen. Genau. So, zum einen zur Fehlersuche kannst du eigentlich optisch beurteilen und schauen, wo ist eine Undichtigkeit vorhanden. Vorausgesetzt, wir haben ja Kontrastmittel in der Anlage drin. Die andere Möglichkeit ist es, mit so einem Schnüffelgerät die Anlage mit einem speziellen Gas, und zwar haben wir hier Formiergas. Wir füllen die Anlage mit Formiergas und das Formiergas ist wieder erschnüffelbar. Das heißt, wir gehen in die Leitung entlang, die Anschlüsse entlang und dort, wo es piepst, also hat man eine Anzeige, dort, wo es piepst, haben wir dann entsprechende Leckage und können es feststellen. Ja. Das heißt, wir haben dann eine Leckage gefunden, das heißt zum Beispiel das Expansionsventil, wir tauschen das aus, machen dann wieder Befülle mit Formiergas und schnüffeln es nochmal ab zur Kontrolle unserer Arbeit. Weil sonst haben wir ja, müssen wir unsere Arbeit einfach kontrollieren. Es kann nicht sein, wir sagen, okay, wird alles gut sein und nachher ist es doch nicht gut. Für mich der Vorteil, muss ich sagen, mit Formiergas ist mit Druck beaufschlagt. Das heißt, die Dichtungen werden nach außen gedrückt. Wenn ich aber mit der Klimaanlage einen Vakuumtest mache, passiert genau das andere rum. Die Dichtungen werden angezogen. Das heißt, es kann sein, dass den Vakuumtest ich bestehe, weil ich die Dichtung anziehe, aber wenn ich es nachher richtig befülle, geht die Dichtung ja in die andere Richtung geklappt oder gedrückt, habe eine Leckage. Genau, das sind eigentlich die Punkte, wo wir haben. Klimagerät, gibt es verschiedene Klimagase, altes System, neues System und haben wir ja auch alles da. Aber ist also von dem her so eine Klimaanlage, muss man sich Zeit lassen, auch für Fehler suchen. Manchmal dauert es wirklich lange. Manchmal dauert es echt länger. Dass man dann den Fehler findet. Und von dem her wollte ich einfach nur zeigen, was es für Fehlermöglichkeiten gibt und wie man dann zur Fehlerbehebung vorgeht. Eine Klimaanlage nur befüllen, wenn sie leer ist und dann sagen, okay, ich befülle sie, wird schon gut sein. Das ist fachlich falsch, aber auch für die Umwelt falsch. Warum? Das Klimagas ist im Endeffekt schädlich für die Umwelt und jedes Mal, wenn ich nur auffülle, jedes Jahr auffülle, dann habe ich ja immer einen Verlust und zum einen habe ich ja höhere Kosten, aber auch die Belastung von der Umwelt. Von dem her, erst schauen, wenn die Klimaanlage leer ist, was ist die Ursache und dann befüllen wir sie. Genau, das war eigentlich so mal eine kurze Zusammenfassung zum Thema Klimaanlage, Reparatur von der Klimaanlage. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Bis bald, euer Felix.